Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Macbeth 64, der Hommage an das Nintendo 64. Und das letzte Mal sind wir auf einer Insel rumgelaufen und jetzt würde ich sagen, wo sind wir jetzt? Tools Horse Forest, wir gehen in den Wald. Oh, Randwaldtexturen, ich liebe das. Alte Randwaldtexturen, mal sehen, wie die gelöst sind. Also ich habe mich früher bei Spielen da mal aufgeregt, weil man hätte es viel schöner lösen können. Manche Spiele haben es gut gelöst, manche nicht. Ja, am besten wir sehen uns das jetzt an. Okay. Ah, Captain Kuddel. Ah, ich spüre es. Hier sind ein paar versteckte Schätze. Oh, der Schlüssel natürlich. Okay, ja, da können wir uns mal. Hey, warte mal. Ich muss mal gucken. Was macht der jetzt? Ich setze sie erstmal knuffig hin, natürlich. Entspann dich, Digga. Ganz easy, Alter. Oh, jetzt legt er sich hin, der Jung. Ja, ganz easy. Was ist das für eine faule Sorge, du Jung? Entspann dich, komm. Entspann dich. Alter Kuddelmuddel, du. Entspann im Wald, würde ich sagen. Entspann im Wald. So, wir sind hier im Wald. Und was ich mit den Randwaldtexturen meine, das. Das gab es nicht viel in Spielen. Das ist relativ einfach. Ja, aber ich hätte. Was ich gern gemacht hätte, ist wie PNG. Man konnte ja auch durchsichtige. Wie soll ich sagen? Eine Wandfläche, aber zum Beispiel Bäume bloß so in 2D machen und dran. Da sieht das, würde sich das mehr verschieben und sehe vielleicht cooler aus. Ja, und hier oben bloß eine Waldtextur. Ja, okay, das ist aber wirklich schon einfach gehalten. Ja, Nintendo 64 konnte schon mehr. Okay, und da haben wir ja schon wieder unseren. Der kocht sich eine Kiwisuppe, okay. Aus irgendeinem Grund schmeckt meine Suppe nach Metall. Ich habe keine Ahnung warum. Hat Käse und Kiwi. Neues Rezept, Leute. Probiert's aus, schreibt in den Kommentaren, ob es geschmeckt hat. Und natürlich ein Schlüssel. Okay, willst du noch Fledermaus kochen? Nein, natürlich nicht. Und da haben wir einen Schlüssel. Was ist denn das? Ich habe ein Schild. Was zum Fehl. Oh, ach, mit den Tasten kann ich drehen. Nein. Okay. Okay, ich habe ein Schild. Das ist wieder unsere Eule. Ein Held braucht ein Schwert, ein Schild und einen sehr schicken Hut. Oh, schau mich nicht so an. Das steht so in der Anleitung. Okay. Dann drehen wir der Kabel weiter. Schild haben wir schon. Wir sind so schon knuffig. Oh. Laub. Wir sind so schon knuffig genug. Okay. Sieht aus wie eine wütende Ehefrau. Ah, was ist denn das jetzt? Da kann ich genau gucken. Da bin ich wieder hinter ihm. Ah, okay. Ist ja irgendwas versteckt, oder? Was ist das? Tottenköpfe? Haben wir jetzt ein Schwert? Die Eier jetzt bräuchten wir nur noch. Hot bräuchten wir noch. Komm schon. Captain Kuddel. So, du, da ist das Schwert. Das ist ja Richard Riddle hier. Das ist der Barkeeper. Bei Rom werde ich jemals den magischen Krug von was Toolsar finden. Ich suche ihn schon seit 2 Verfilmungen. Ah, okay. Bin ich gut. Ist aber, ja, das ist jetzt hier, hm? Naja, 2 Filme, Mensch. Sei doch froh, dass du wenigstens in 2 Filmen drin warst. Was? Ey, du brauchst einen Hut, nur eine Münze und schick wie, naja, etwa. Ja,
etwas sehr schick ist. Okay. Ja, ja, ist schon gut. Wo ist diese verkackte Münze? Ha! Im Laubhaufen, das wusste ich doch. Gibt es hier noch irgendwas Verstecktes? Nee, ne? Ne, oder? Das Grafikfehler? Ja, Grafikfehler. Bitte kein Bug. Kuddel, was sagst du? Na, selber. Na dann, komm, gib mir eine Mitte. Verdammt. Mit diesem, was? Mit diesem wirst du so schick sein wie ich. Okay. Und jetzt? Sagst du was Neues? Ach, und da komme ich jetzt rein, weil ich schick bin wie Sau. Lass dich mal ansehen, Kleiner. Schick mit Mütze. Okay. Der meditiert schon ziemlich lange. Hier sind von diesen die Münzen hier. Okay, 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 okay. Okay, gibt's nichts weiter? Ah. Ach, müssen wir das anleuchten? Ich guck erst mal schnell. Okay, nee, ist nichts weiter. Okay, müssen wir jetzt. Und das müssen wir jetzt hier. Na ja, gut, ist nicht ganz winklig. Yeah, Grinsebacke. Ich dachte, das ist ein bisschen. Ja, hätten sie wenigstens. Ne? 45 Grad, Bubele. Dann hätte sie jetzt sogar einiger erzählen können. Naja. Wir wollen. Was sind das? Predator Vibe? In Unterwäsche. Okay. Okay. Warte, Knuffi. Ich weiß, du siehst gut aus, Mann. Poster, ne? Hier. Schon wieder so ein Typ. Ich frage mich, was es mit dem Bild an der Wand auf sich hat. Was ist das? Oh weh, das ist ein wirklich schwerer Stein. Du musst lange drücken, damit er sich bewegt. Zweite von rechts, dritte von links, was auch immer. Nee. Was soll ich denn hier machen? Sein soll.
Okay, ist nicht weit, oder? Okay. Das ist ja cool. Da müssen wir jetzt so drauf schieben. Ach so, nee, ich muss ihn. Der bleibt aber hängen an gewissen Sachen. Ah, cool. Schönes Rätselspiel, bleibt hängen. Ah. Was? Ah, verkehrt rum. Okay. Das versteckt mich. Ach, jetzt müssen wir zu dem Ritter und den Kerl springen. Okay, dreh dich, Eudel, dreh dich. Sehr gut. Krieg ich denn mal dieses Musikzeichen? Das erinnert mich an Banjo Kazooie, wo man Noten sammeln musste. Ja, das ist er. Danke dir, kleine Feldmaus. Du kannst aufhören, meine Fledermaus. Meine Gegner zu zermalmen und endlich Gouverneur werden, okay. So. Oh, fängt das wieder von vorne an? Zeig mir doch mal hier, was ich schon hab. Das haben wir. So. Und als Strange Familia Jungle. Was? Strangelly Familiar Jungle. Tja, ein kleiner Zungenbrecher kommt als nächstes, aber erstmal ist es wieder mit diesem kleinen Mini-Let's Play getan von MacBad64. Ja. Ihr wisst ja wie immer, wenn es euch gefallen hat, ja, dann würde ich sagen, wäre es cool, wenn ihr ein Like oder ein Abo da lässt. Und natürlich das Glöckchen klicken. Und wenn nicht, wisst ihr ja wie immer. Cut it out.